Noch mehr Gegner. Da ist er! Alter. Geh mir nicht auf den Senkel. Iss weniger Cremetörtchen. Meine Güte. Kann man das Gewehr nicht nehmen? Ja, schöne Höhlenmalerei auf jeden Fall. Höhlenmalerei. Ich bin auch bekloppt. Nein, ich will immer noch keine Schrotflinter. So, ich wette mit euch, wir treffen jetzt auf 10, 15 Gegner wieder. Oh. So ruhig hier. Shit. Nein, ich wollte doch. So. Ich sag doch, hier kommen Gegner. Hallo. Passiert nichts. Was sag ich? Boah, geh mich auf den Senkel. Mein Gott. Warum ducke ich mich denn jetzt? Also am liebsten würde ich jetzt einfach da zum Strand und mir die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen und ja, ne? Das ist doch mal ein super Traum. Wer wird das nicht machen im Moment? So. Egal. Ich glaube nicht, dass wir so darüber kommen. Dann müssen wir doch wieder durch die Katakomben hier. Und da unten sind wieder Kisten. Ich weiß, dass da Gegner kommen. Ach nee, da waren wir. Ah. Und trotzdem weiß ich nicht, wie wir da hinkommen. Ich glaube nicht, dass wir uns an den Steinen da festhangen können. Aha. Aha. Ah! Durch Zufall entdeckt. Okay, hier nicht. Aber da, ne? Durch Zufall. Ich bin ein Gott. Mehr oder weniger. Du sollst nach vorne. Mann, habe ich einen Schrecken gekriegt wegen dir. Verdammte Scheiße. Habt ihr gesehen, wie der gesprungen ist? Wo kann sie sein? Ich will da jetzt nicht runter. Ich muss da doch nicht runter, oder? Nein. Ich muss mich natürlich wieder überall um mich herhangeln hier. Wie es sich, da sollst du doch gar nicht lang, du. Wie es sich für einen Abenteurer. Wie sagt man das nochmal? Gehört, genau. Wie es sich für ihn gehört, muss er. Läuft er da auf einmal wieder runter? Wie es sich für einen Abenteurer gehört, muss er natürlich auch ganz schön viel klettern. Oh, ich hasse diese Steine. Oh,
Und wir sind sicher. Die Fenster, die sind schön. Hätte ich gar nicht gedacht. Egal, gehen wir mal ein bisschen weiter. Vielleicht finden wir... Wie wird die eigentlich ausgesprochen? Elena, Elena. Elena ist doch hier die Hauptfigur von Vampire Diaries oder so? Das war bestimmt Drake's. Was ein geiles Fernrohr. Was hast du wohl gesucht, hm? Das ist die Frage. Sieh an. Kommt mir bekannt vor. Mir nicht. Oh, Sie haben nie abgelegt. Elena. Hey, da ist sie. Aufgepasst! Oh nein! Wieso habe ich nicht den einen zuerst? Okay, ich glaube, das gehört zur Story. Ich bin vielleicht kein so toller Schatzsucher wie du, aber hier wirst du Eldorado nicht finden. Wie bist du denn da wieder reingeraten? Naja, eigentlich hatte ich vor, dich zu retten. Oh, wie süß von dir. Traditionelle Sandsteinquader und Putz. Kalkmörtel, Hey, woher weißt du denn das alles so genau? Meine Serie. Sendung 4. Baumeister der neuen Welt. Ja, ein Ruck und die Stangen sind raus. Was? Nein. Moment, bist du sicher? Los auf dem Weg, Gorgo! Der Patan macht die verdammte Tür auf! Los jetzt! Na toll. Oh, wer bist du denn? Hey, Drake. Eddie Raja. Ah, Eddie. Ich hätte es wissen müssen. Faszinierendes Dokument, was? Dieser Sir Francis war wohl in meiner Branche unterwegs. Movieaufnahme wurde automatisch angehalten. Das lässt sich bestimmt beheben. Je und je, hä? Ich sag dir was. Bin ich halt in der Sequenz ausgeblendet. Bring mich zum Gold, dann lass ich dich vielleicht am Leben. Ach ja? Das war's? Jetzt sterben oder dir helfen und dann sterben? Na, schwere Entscheidung, aber weißt du, ich nehm jetzt sterben. Hey, Kamu! Hör zu, du Made! Auf dieser verdammten Insel soll es einen Schatz geben. Und jetzt sterben meine Leute. Man kann nicht mal ohne Feuerschutz vom Pissen rausgehen. Und es kommt nichts dabei herum. Ich mach dir ein faires Angebot. Du hilfst mir, den Schatz zu finden. Und wer als letztes überlebt, kriegt das Gold. Und die Kleine natürlich. Die Kleine? Ach, Eddie, die ist doch schon weg. Die ist längst runter von der Insel. Hilfe holen. Dai Gujing, du warst noch nie gut beim Pokern. Ich werde sie finden. Glaub mir. Was kann eine Frau allein schon ausrichten? Und? Komm schon! Danke. Hey, verdammt! Okay. Gut gemacht. Danke. Hey, Fuka, ja. Wie du! Festhalten! Was kann eine Frau denn aussehen? Richtig. Hinterher! Mit L1 werfen sie Granaten. Los, los! Ah! Keine Ahnung, wo es lang geht! Nein! Da kommen sie! Rammen! Tschüss! Was sagt ihr dazu? Lasst sie nicht entkommen! Fahr, Olle, fahr! Auch wenn Frauen einfach eigentlich schlecht ausfahren. Da kenne ich so einige von. Ich will nicht sagen alle, ich will auch nichts behaupten. Ganz recht. Aber viele. Die können einfach. Nein. Das will man nicht. Tschüss. Vollgas. Ach du mal. Sie kommen von der Seite. Easy.
Ja, von wo? Ah. Hi. Oh. Sollten sich nicht mit mir anlegen. Da. Super! Ah. Links! Frauen können doch gut Auto fahren. Also, na. Kommt auch an vorbei. Nein, hier kann ich nichts sagen, die ist gut. Perfekt gehalten hat sie auch noch. Vorsicht, Klippe! Ja, Vorsicht, Klippe haben wir gehört. Alles klar, da hinten? Ja, ja! Aber wieso fahren wir jetzt wieder zu den Gegnern hin? Vorsicht! Ah! Alles klar, da hinten? Ja, ja! Ich war das nicht. Du warst das. Ey. Hinter uns! Oh mein Gott, nein! Hinter uns! Wir sind gerade so doof gefahren, da kam ich nicht mehr hinterher. Ja, ja, komm. Wo habt ihr uns denn? Schade. Ey, sag mal. Klippe, vorsichtig. Super konnte er fahren. Habt ihr das gesehen, wie er ausgewichen ist im anderen Auto? Ich hab sie. Ey. Nate? Los, Vollgas! Schneller! Geschafft! Hätte nie gedacht, dass das klappt! Wer war dieser Typ? Bloß ein alter Geschäftsmann! Ich glaube, glaub, dass der Greenscreen noch nicht richtig läuft. Ich geh mal ein bisschen weiter nach vorne. So. Okay. Nimm meine Hand. Okay. Das war's. Alles klar? Bei mir ja. Ihr seht mich aber ja, ne? Du blutest. Ach, das ist nur ein Kratzer. Nichts wie weg hier. Ja, fahr mal, fahr mal. Ich glaube, das ist jetzt wo nicht so gut. Wo soll's denn hingehen? Hey, Eddie. Habt ihr wirklich gedacht, ihr werdet mich also, los? Nein, nein. Die junge Dame hat nur eine Rundfahrt bei mir gebucht. Schnauze! Ihr arbeitet doch auch für die. Was? Ihr wolltet mich verarschen und alles für euch behalten, stimmt's? Verdammt, der Typ spinnt. Eddie, entspann dich, Kumpel. Ja, ihr habt leider verloren. Und sitzt hier fest. Also, her mit der Karte. Festhalten. Na gut, du hast mich. Das ist nur fair. Hey, ganz ruhig. Entspann dich, Eddie. Ich hol nur die Karte, ganz wie du willst. Ich sagte, festhalten. Mach ich. Dann gib sie her. Wie jetzt? Ich soll doch stillhalten. Dann wirst du sie dir wohl holen müssen. Daikamo! Oh.
Los, los! Die versunkene Stadt. Ich sehe ihn auch. Oh, verdammt nochmal! Ja, die sind schon hier unten, ne? Ich habe natürlich nichts anderes mehr als die Pistole. Oh! Alter, womit hat er mich denn jetzt getroffen? Oh, 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 nicht! Na toll. Vorsicht! Ich würde mal gerne wissen, womit er mich gerade erschossen hat. Na toll. Und boom. Was ist noch so einer? Ach nee, das ist unsere. Boah. Ihr habt doch jetzt endlich. Das ist doch ein Schnittchen. Los, in Deckung! Da. Da sind sie! Komm, Fetti! Verdammt nochmal! Okay. Passiert nichts. Sag ich doch. Hau ab! Hau ab da! Frauen, ey. Ehrlich. Die gehen einem schon manchmal auf die Nerven, ja. Aber so richtig auf den Senkel. Ah! Hm. Jetzt habe ich die andere Pistole genommen, ey. Nur weil ich dieses komische Tor aufmachen wollte. Und die eine ist jetzt weg. Ja, toll! Egal. Das war ein Riesenfehler. Allerdings. Hätte vor der Brücke drehen sollen. Sehr witzig. Oh, komm her. Ich zeig dir was. Das Ding läuft noch? Aha. Schau mal her. Okay, siehst du dieses Hafengebäude? Dort mussten alle Schiffe, die hier anlegten, ihre Ladung löschen. Wenn der Schatz von Eldorado also hierher kam, dann wurde er genau hier entladen. Warte mal, was war das? Was? Zurück. Ja. Halt, stopp. Aha. Das da. Damit können wir abhauen. Komm mit. Wieso denn abhauen? Gibst du auf? Hallo, unsere Freunde sind leider in der Überzahl. Pff, bisher ging's doch gut. Ich weiß nicht. Elena, ich habe absolut keine Lust, dich auf dem Gewissen zu haben. Also los. Ach, komm. Du kannst ja aufgeben, wenn du willst, aber schieb's nicht auf mich. Gut. Ich bin's, okay? Ich gebe auf. Kommst du oder nicht? Und das war's? Du willst einfach so tun, als wüsstest du nichts von Drakes Schatz? Unser Leben ist wichtiger als das hier. Okay. Okay. Hör zu, wir müssen auf jeden Fall zurück zum Hafen. Mach nicht so ein Gesicht. Streiten können wir später. Das wird toll. Halt! Diesmal fahr ich. Okay. Was, ich soll fahren? Sorry, ne, aber ich bin jetzt nicht so begabt darin. Und los. Ich
verstehe das nicht. Wie verschwindet einfach eine ganze Kolonie? Wir kriegen Gesellschaft! Ach, ich kann auch noch schießen und zielen. Auf das Fass! Nö, ich ras einfach durch. Ja. Muss uns Deckung geben! Ja. Ich glaube, ich sollte die nicht berühren. Ich guck mal, vielleicht klappt mir das ja jetzt. Nein! Das war natürlich stark. Die darf ich nicht berühren. Nicht berühren. Was ist denn hier passiert? Die ganze Stadt steht unter Wasser. Du bist tot. Und du bist auch tot. Und das machen wir auch mal kaputt. Dann können wir nämlich besser da durch. Ohne Gefahr zu laufen, zu sterben. Okay, das war wohl nur ein Gegner hier. Da fahren wir durch und da hinten ist ein Gegner. Da hinten. Okay. Da ist ein Gegner. Da war einer. Das ist besser. Und durch. Da ist ein Gegner. Oh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich sag doch, ich bin total schlecht. Wie lange nehme ich eigentlich auf? 45 Minuten. Vorsicht! Oh! Ich dachte, ich hätte das getroffen. Kurz, ja. Ich wollte jetzt nämlich nicht nochmal 20.000 Mal das Level machen. Das Level, der Level. Eigentlich heißt es ja den Level, ne? Sag mal. Geh mir nicht auf den Sack. Du bist auch ruhig. Wo war der? Ah, ich treffe den gar nicht von hier. Ich sehe die Gegner doch noch nicht mal. Okay, letzter Try, ja? Ansonsten, lasse ich meine Unterhosen oder so. Jetzt habe ich mich getroffen. Was? Aber du bist tot, ne? Ja, du hängst da. Lalalala. So, hier ist immer die ganz böse Stelle. Du gehst mal auf den Sack und... Du bist doch da, ne?
Ja, du willst auf die Fresse? So. Oh, oh, oh. Kommt hier jetzt noch einer? Nö. Boah, wir haben es geschafft, Leute. Verdammt! Oder auch nicht. Waren das jetzt alle? Nein. Natürlich nicht. Wieso frage ich eigentlich? Wow. Das war Alarm. Da ist es! Ja, jetzt müssen wir nur noch reinkommen. Ich habe mal was gelesen über einen verfluchten Inka-Schatz. Es könnte ja sein, dass... Sag jetzt nicht, du glaubst an sowas. Ich meine ja nur, hier ist was Schlimmes passiert. Eine ganze Kolonie verschwindet nicht einfach. Ja. Und wie erklärst du das? Was? Danke. Gerne. Bin ja ein Gentleman. Vielleicht kommen wir mit dem Kabel da hoch. Ja klar, kommen wir mit dem Kabel da hoch. Ich bleib hier und pass auf das Fahrzeug auf. Versuch du doch mal einen Weg zu diesem Turm zu finden.